Weil heute, wie schon gesagt, ein kämpferischer Sieg. Und nächste Woche wird wieder angegriffen. Wir freuen uns einfach über die drei Punkte, die sind wichtig. So ein Spiel müssen wir auch gewinnen. Es ist egal, wer die Tore macht. Viel wichtiger, dass wir heute drei Punkte mitgenommen haben. Ja, zum zweiten Mal in der Torschützenliste. Janis Juckel, einer der ganz Jungen im Team. Ich glaube, in dem Mittelfeld, in dem du jetzt unterwegs bist, bist du gut angekommen und du bewegst dich dort, wie als seist du schon immer dort gewesen. Ist das für dich jetzt auch so die erfüllte Position? Ja, auf jeden Fall ist für mich die erfüllte Position. Ich fühle mich da wohl, da wo ich spiele. Und auch mit den Mitspielern, mit denen ich spiele, fühle ich mich sowieso wohl, weil die einfach alle unbeschreiblich und extrem gut sind. Und dementsprechend war heute halt eher ein kämpferischer Sieg und es greift mir wieder an. Und ja. Was ist das für ein Gefühl? Da rennt man aufs Tor zu, hat bloß noch einen vor sich, kurze Finte und dann ab damit. Ja, das Gefühl ist, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben kann. Es ist einfach ein kurzer Moment und in dem Moment habe ich einfach, ich habe links rüber geguckt, über meine Schulter, ob da jemand noch frei steht. Und dann habe ich aber einfach abgezogen, weil ich niemanden gesehen habe. Kurze Ecke, war offen und dann habe ich da das Ding reingehauen und dann war es erstmal unbeschreiblich, wenn die Fans auf einmal anfangen loszubrüllen. Das ist geil, also unbeschreiblich, wie schon gesagt und einfach ein wunderschönes Gefühl. Und hinten raus war dieses Tor wichtig für die drei Punkte? Ja, das kann schon sein, es war wichtig. Wir machen jetzt dann ab nächste Woche weiter und war heute, wie schon gesagt, ein kämpferischer Sieg. Und nächste Woche wird wieder angegriffen. Erstmal im Pokal. Das stimmt. Wie ist das, wenn man so zum Pokalspiel fährt, zu so einer kleineren Mannschaft, muss man sich da extra straffen oder alles beiseite schieben, Bus nicht unterschätzen? Ja, nee, das jetzt nicht. Ich meine, wir sind alle, in jedem Spiel geben wir zu 100% Gas und sind zu 100% fokussiert. Und wenn wir das auch in so einem Spiel machen, dann wird es ganz normal wie auch in den Ligaspielen klappen. Dann wünschen wir viel Erfolg schon am Dienstag und nächste Woche dann erst recht, ne? Achtung, erstmal Gratulation zum Torerfolg. Ein riesen Kopfballtor machen ja eigentlich so deine Mitspieler. Dafür sind die ja prädestiniert, nur warst du mal dran. War das eine einstudierte Szene? Ja, einstudiert nicht. Ich glaube, ich kann auch das eine oder andere Kopfballtor machen. Hat mich gefreut, dass ich heute treffen konnte und ja, Tim schlägt super Ecken, also musste ich nicht mehr ganz so viel machen. Das war wirklich ein super Service und ja, dann war es Stand 1-0. Wenn man so erfolgreich ist und eine Serie hinlegt, wie sie Energie ja gerade absolviert, kann man doch bestimmt mit dem Wechsel zum FC Energie sehr, sehr zufrieden sein. Ja, bin ich auch sehr, sehr zufrieden, klar. Ich glaube trotzdem, heute zählt erstmal das Spiel und das war jetzt nicht so... nicht so prickelnd, müssen wir auch ehrlich sein. Müssen wir vielleicht ein bisschen besser auftreten insgesamt, aber nichtsdestotrotz. Wir freuen uns einfach über die drei Punkte, die sind wichtig. So ein Spiel müssen wir auch gewinnen. Und Meuselwitz hat es auch gut gemacht. Ich glaube, die haben schon andere Gegner richtig geärgert jetzt in der Saison. Die haben es wirklich ganz gut gemacht. Von daher freue ich mich über die drei Punkte. Und dein Tor. Und mein Tor auch, ja. Tim. Wie beruhigend ist es denn, wenn man selbst kein Tor erzielt und trotzdem hier 2-1 gewinnt? Ja, das habe ich letztes Mal ja schon gesagt, dass ich das Glück habe, dass ich sehr gute Mitspieler habe und da jeder ein Tor schießen kann. Und aufgrund dessen hatte ich auch letztes Mal schon gesagt, es ist egal, wer die Tore macht. Viel wichtiger, dass wir heute drei Punkte mitgenommen haben. In einem schwierigen Spiel, würde ich sagen. Worin bestand die Schwierigkeit in diesem Spiel? Mit dem Wissen, dass das eine Mannschaft ist, die auch gut kann, siehe Erfurt, wo sie gewonnen haben? Ja, ich finde einfach, dass wir es heute nicht gut gemacht haben, phasenweise. Ich fand, wir sind gut ins Spiel reingekommen, die ersten 10 Minuten. Da haben wir es sehr gut gemacht. Und dann haben wir irgendwo so ein bisschen unsere Linie verloren und haben dann nicht mehr so das gespielt, was wir spielen wollen. Die Verlagerung zum Beispiel, oft war sie möglich und wir haben sie nicht gespielt und haben dann auch irgendwo zu viele einfache Fehler gemacht. Aber am Ende steht ein Sieg zu Buche, von daher werde ich jetzt hier nicht zu viel mich aufregen, sondern sagen, okay, drei Punkte und das nächste Spiel wollen wir dann von der Spielanlage wieder besser machen. Wie sehr schön ist das für dich, dass du als Junger einen noch Jüngeren als Torschützen siehst? Also so ein Bengel macht ja Frische auf dem Platz, hat man immer den Eindruck, und nun sogar zum zweiten Mal schon erfolgreich, was Janis Juckel hier zeigt. Ja, freue mich in erster Linie erstmal sehr für ihn. Das Tor macht er auch sehr gut, das muss man auch sagen. Und ja, ich glaube, dass er immer, wenn er reinkommt, irgendwo immer was ausstrahlt, Energie auf den Platz bringt. Egal, ob er jetzt 5, 10 oder 20 Minuten spielt oder auch mal länger spielt. Und ja, da hat er sich heute belohnt und ein ganz wichtiges Tor geschossen für uns.
Nächste Woche ist dann am Dienstag Pokal. Der Trainer hat sich schon aufgeregt, an einem solch großen Feiertag einfach Sport zu treiben. Ist nicht schön. Wie siehst du es denn? Nimmt man es einfach hin oder hat man auch solche Gedanken im Kopf? Ich sag mal, es wird eine knackige Woche, glaube ich. Auch wenn das Pokalspiel, am Freitag spielen wir ja schon wieder, am Dienstag Pokalspiel. Von daher wird man davon ausgehen können, dass wir auf jeden Fall nicht 3 Spiele mit der gleichen Mannschaft spielen können. Auch nicht werden, weil wir viele gute Spieler haben, die wir wieder auf die Platte bringen wollen, die jetzt länger verletzt waren zum Beispiel auch. Ja. Und von daher, glaube ich, können wir das schon auffangen. Nichtsdestotrotz finde ich die Terminierung für das Spiel auch selber ein bisschen unglücklich. Aber egal, gewonnen werden muss. Genau wie nächsten Samstag dann oben in Eilenburg oder unten, je nachdem. Und dafür erstmal alles Gute und für heute Gratulation zu 3 Punkten. Vielen Dank. Ja, wir haben mit dem Mann, der am Ende die 3 Punkte festgehalten hat. Was war los? 2 Minuten vor dem Ende. Ja, ich glaube, das war ein Standard. Wir klären ihn nicht ganz konsequent und dann einen Fernschuss, den ich nicht festhalten kann. Ein bisschen zur Seite Abwehr und den Nachschuss dann mich reinwerfen und auch noch halten. Das sind natürlich so Momente, für die man im Tor steht. Ne? Du spielst die ganze Saison schon jetzt als Nummer 1. Für dich eine Befriedigung, eine Beruhigung? Ich glaube, jeder spielt Fußball, um am Wochenende am Feld zu stehen. Ne? Deswegen ist es ein schönes Gefühl. Ich genieße das Vertrauen vom ganzen Verein und probiere es einfach mit Leistung zurückzuzahlen.